Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich möchte heute das Thema Entzündungen ein bisschen in den Fokus bringen. Entzündungsprozesse im Körper, immer wieder im Zusammenhang auch mit Schmerzen. Und was macht man da? Wie behandelt man das? Und inwiefern kann man den Bezug von Entzündungsprozessen in der wirklichen tiefsten Ursache beim autonomen Nervensystem sehen? Fragezeichen. Und das ist eines der Themen, das ich heute mit einem Arzt diskutieren will, der uns total faszinierend immer wieder auf eine Welt mitnimmt, die uns einfach zeigt, dass es ein bisschen komplizierter ist, als man denkt, aber letztendlich doch viel, viel einfacher, wenn man einfach das große Ganze mal anschaut. Nach dem Intro geht's gleich los. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen einen Gast auch zeigen, Dr. Med. Matthias Meyer ist da. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Dankeschön. Ja, ich glaube, aus dem Eingangsintro habe ich schon vieles gesagt, gell? Ich habe viel gelernt von dir. Ja, freut mich, wenn ich da irgendwas so beitragen kann. Du hast ja auch andere auserlesene Gäste. Bin ich froh, wenn ich mal was erzählen kann, was du noch nicht gehört hast. Ja, so ist es. Bei den Entzündungen ist ja schon ziemlich lang der Fall, dass wir versuchen, die Symptome zu bekämpfen. Also beispielsweise, man hat eine Entzündung einer Sehnenscheide oder eine Entzündung des Gelenkes. Mhm. Immer wenn eine Entzündung mit im Spiel ist, dann ist in den medizinischen Fachbegriffen ein Itis am Ende. Mhm. Beispielsweise eine Arthritis, wenn das Gelenk betroffen ist, oder eine Osteitis, wenn es der Knochen ist, der betroffen ist, und so weiter. Und es soll nur zeigen, dass irgendein Prozess im Gange ist, der zu einer gewissen Symptomatik führt. Und wenn man diesen beenden könnte, diese Symptomatik wieder weggeht. Und um das zu veranschaulichen, was eine Entzündung eigentlich ist, dachte ich, ich kratze mich mal hier einmal an den Unterarm, bisschen fester. Und dann sieht man, dass man erstmal einen Gewebeschaden produziert. Ja, meine Haut ist dadurch erstmal in Mitleidenschaft gezogen. Ja, jetzt ist die Rötung da, oder? Noch nicht, aber die kommt gleich. Mhm. Denn die Eigenschaften einer Entzündung sind Rötung, also beziehungsweise eine Schwellung, eine Überwärmung, ein Schmerz und eine verminderte Funktion. Das kann man sich vielleicht gut vorstellen. Wenn mein Kniegelenk geschwollen ist, bedeutet das, dass vermehrt Flüssigkeit im Gelenk, weil mehr Blut dorthin fließt, das wird wärmer, das tut weh und ich kann es nicht mehr so gut bewegen. Mhm. In diesem Fall, jetzt wird es hier langsam ein bisschen rot und man spürt, auch wenn man drüber fährt, dass es leicht erhaben ist. Das heißt, auch hier ist eine Schwellung, eine Überwärmung, eine eingeschränkte Funktion aufgrund dessen, dass die Barriere geschädigt wurde. Und es tut natürlich ein bisschen weh. Das heißt, wir haben hier eine klassische Entzündungsreaktion. Der Grund dafür ist, dass eine Gewebeschädigung vorher stattgefunden hat. Und eine Entzündung dafür da ist, diese Gewebeschädigung zu reparieren. Ja. Und wenn alles gut läuft, dann ist diese Rötung am Ende des Interviews fast weg. Ja. Und das Gleiche passiert aber nicht nur am linken Arm auf der Haut. Es könnte auch auf der rechten Seite passieren, aber nicht nur auf der Haut. Es könnte auch ein Knochen, ein Gelenk, ein Organ oder Sonstiges betreffen. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine chronische Darmentzündung habe, dann bedeutet das auch, dass da irgendeine Gewebeschädigung stattgefunden hat und mein Körper versucht, mehr Nährstoffe dorthin zu bekommen. Das geht mit einer vergrößerten Durchblutung einher. Das wird dann etwas wärmer, es wird geschwollen, es wird wehtun, es wird nicht so gut funktionieren. Ist das ja so schön, dir zuzuhören. Und danke, das, danke. Und das funktioniert, Gott sei Dank, autonom. Ja. Ein autonomes Nervensystem erkennt Gewebeschädigungen und reaktiv werden Entzündungsprozesse in Gang gesetzt, um möglichst diesen Gewebeschaden zu reparieren. Ja. Ist nicht angenehm. Na, und ich wünsche mir, dass niemand diese Erfahrung ständig haben muss. Aber wenn das der Fall ist, nur vielleicht auch zur Ermutigung, dann ist es ein Zeichen, dass das autonome Nervensystem funktioniert. Wenn ich jetzt beispielsweise ein entzündetes Kniegelenk habe und es dick ist, geschwollen und gerötet und es tut weh und ich gehe zum Orthopäden, habe ich damals noch gelernt, dass es nicht schlecht ist, die Flüssigkeit rauszuziehen. Da Voltaren, Ibuprofen, irgendwelche entzündungshemmende Medikamente zu geben, vielleicht einen Quarkwickel, Kälte, damit das Ganze abschwillt und der Patient auch zufrieden wieder geht. Denn sie möchten ja dem Patienten den Schmerz nehmen. Mhm. Das ist ja auch der hauptinitiierende Grund für die meisten, zum Arzt zu gehen, ist, um einen Schmerz wegzubekommen. Aber man berücksichtigt nicht dabei, dass diese Entzündung eine Ursache und auch einen Sinn hat.
Ja, das Wasser drin ist ja auch zur Kühlung der Entzündung, oder? Und wenn ich das Wasser rausziehe, dann kocht ja das heiß, oder? Na, die Gelenkflüssigkeit ist dann Körpertemperatur oder ein bisschen mehr, weil einfach sehr viel Blut dann hinfließt und das durch die Gelenkkapsel ins Gelenk filtriert wird. Der Knorpel selbst wird ja nicht durchblutet, genauso wie der Meniskus in seinen inneren Anteilen. Sie bekommen ihre Nährstoffe durch Bewegung und Belastung. Dadurch wird Blut filtriert, in das Gelenk werden Nährstoffe ins Serum gebracht, in diese Flüssigkeit im Gelenk und das diffundiert dann nachher in die Oberflächengewebe. So kann ein Knorpel gesund bleiben, ein Meniskus gesund bleiben oder Bandscheiben auch gesund bleiben. Und wenn dieser Prozess verstärkt wird aufgrund eines Gewebeschadens, beispielsweise eine Arthrose oder ein Meniskusproblem, dann wird diese Entzündung öfter mal stattfinden. Und zwar nicht kontinuierlich immer gleich, sondern stoßweise. Und ich vermute, das ist deswegen, weil mein Nervensystem mir nicht zu viel zumuten möchte. Es wird wieder Entzündungsreize setzen, um Heilung zu induzieren. Und weil es natürlich nicht angenehm ist, dann wieder ein bisschen weniger. Und mit der autonomen Shift zwischen Sympathikus und Parasympathikus kann dieser Prozess immer wieder in Gang gesetzt werden, um versuchen, Gewebe zu heilen. Wenn ich jetzt aus dem Kniegelenk das wieder rausziehe, habe ich damit auch die Nährstoffe, die für Heilung gedacht sind, rausgenommen. Ups. Wenn ich Cortison spritze, hemme ich diesen Prozess chemisch. Wenn ich ein entzündungshemmendes Medikament gebe, hemme ich diesen Heilversuch. Das ist einfach nur das, was man macht. Und dementsprechend wird der Entzündungsprozess nachlassen. Aber so werden wir selbstverständlich auch nicht sehen, dass Gewebe heilen kann. Das heißt, eine Arthrose wird niemals heilbar sein, solange man die Entzündung reduziert. Das ist ja verrückt. Ja. Ist ja verrückt. Ja. Oder einen Tennisellenbogen. Da werden wir dann Cortison spritzen, um die Entzündung zu reduzieren. Aber das macht die Gewebestabilität schlechter, weil diese Entzündungsreaktion chemisch gehemmt wird. Entzündungen reduzieren halt nie, oder? Ist ja gar nicht möglich, weil wir selbstheilend und selbstregulierend sind, muss dieser Prozess als ein Versuch der Selbstheilung interpretiert werden. Es ist ja ein Alles-oder-Nichts-Gesetz. Entweder wir sind selbstheilend und selbstregulierend, da wird alles so interpretiert, dass es ein Selbstheilungs- und Selbstregulierungsprozess bedeutet. Oder wir sagen, ja, aber da müsste ich Cortison geben, da müsste ich der Gelenkflüssigkeit rausziehen, da brauchen wir ein Medikament und da müssen wir operieren. Es ist ja nicht im Sinne eines selbstregulierenden Prozesses oder Organismus wie ein Mensch physiologisch sinnhaft. Ich kenne Fälle, wo die Leute mal wirklich alle Medikamente im Bereich Schmerztabletten, Entzündungsprozessen abgesetzt haben und nachher hat es plötzlich aufgehört, weh zu tun. Das wäre ja die logische Erklärung. Genau, wäre dann natürlich auch der Sinn. Meistens, oder ist es aus meiner Sicht immer so, wenn irgendwo ein Entzündungsprozess stattfindet, der nicht richtig heilt, sondern es passiert immer und immer wieder Achillessehnenentzündungen, die nicht aufhören wollen. Aber es muss ja immer wieder einen Grund da haben. Richtig, genau. Ein Gewebeschaden. Und es muss nicht bedeuten, dass ich mich verletzt habe. Kann auch sein. Zum Beispiel, wenn ich mir einen Knochen breche, dann wird man ja in den ersten Röntgen sehen, wie so um diesen Frakturspalt eine Wolke sich bildet von erstmal verhärtetem Gewebe, was sich dann langsam verfestigt in Knochen und langsam wieder schmäler wird. Und es wird zu einem sehr starken Knochengewebe dann. Meistens sogar mit einer kleinen Ausbeulung, um dieses Segment noch zu stärken, das vorher gebrochen ist, als Überlegung vielleicht, um es noch stabiler zu machen, damit diese gleiche Verletzung da nicht nochmal passieren kann. Ähnlich wie bei einer Hautnarbe. Wenn ich mich da zu tief verletze in die Haut, dann wird eine Narbe entstehen, um eine erneute gleiche Verletzung möglichst auszuschließen. Das ist vielleicht nicht ästhetisch, aber es ist funktionell extrem effektiv. Jeder Chirurg, der schon mal versucht hat, eine reoperierte Narbe immer wieder zu öffnen, das wird sehr, sehr hart. Es wird schwierig, da verbrauchen sie mehrere Skalpelle, um ins Hüftgelenk zu kommen. Aber eine Narbe, wenn wir gleich bei der sind, könnte ja auch den ganzen Bewegungsapparat ein bisschen verändern, oder? Das wird sicher Auswirkungen in die Tiefe, je nachdem, wie schwer der Bewegungs- oder wie weit der strukturelle Schädigungsprozess stattgefunden hat. Aber letztendlich ist es ja der Selbstschutz immer vorrangig. Mhm. Und wenn mein Nervensystem merkt, das ist eine Verletzungsstelle gewesen, das soll nicht nochmal passieren, dann wird das Gewebe stärker dahin bauen. Mhm. Und das ist an der Haut dann um eine Narbe. Und am Knochen genauso. Es ist nur eine knöcherne Narbe, wenn man so will. Mhm. Und das ist ein Entzündungsprozess, der das bewerkstelligt hat. Also eine Entzündung ist auch immer gut.
auf dem Weg zur Heilung. Genau, es ist nicht gut, dass sie stattfinden muss. Die Ursache muss trotzdem gefunden werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht auch ein bisschen kontraintuitiv wirkt. Ich versuche, Entzündungen zu fördern. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, warum ein Gelenk entzündet ist oder eine Sehne oder vielleicht ein Darm, dann schaue ich mir an, wo kommt der Nerv her, der diesen Prozess autonom steuert. Der kommt aus der Wirbelsäule. Also gucke ich mir die Wirbelsäule und das Becken an. Ich finde die Fehlstellungen an den Orten, wo die Nerven heraustreten. Ich beseitige die Fehlstellungen so gut ich kann. Entzündung wird effektiver und schneller ablaufen. Und das Gewebe muss dann irgendwie anfangen zu heilen. Mhm. Das funktioniert in den allermeisten Fällen. Ist revolutionär. Ist total revolutionär. Und ich denke, das, was du jetzt gerade sagst, umgemünzt in das ganze Krankheitsbild, wo wir heute haben, wo immer wieder auch über Entzündungsprozesse stattfinden. Arthritis, Gicht, Rheuma, auch, oder? Das sind auch Entzündungsprozesse, oder, des Körpers. Kann aber auch ernährungsspezifisch noch sein. Mhm. Und die ganze Cortisol-Geschichte, wie wir die Behandlung eigentlich machen, ist völlig falsch. Eigentlich entzündungsfördern, schauen, dass der Genesungsprozess schneller läuft, aber auch schauen, gibt es eine Fehlstellung. Wenn die Fehlstellung da ist, behalte ich die Entzündung, logisch. Die Biomechanik der Wirbelsäule verbessern, Nährstoffversorgung klar machen, die Tiefschlafphasen fördern, emotionales Gleichgewicht fördern und Sport und Bewegung als einen Versuch, sympathischen Stress mit parasympathischer Heilung zu als Entzündungsprozess. Mhm. Das ist ja wie ein Muskelkater, das ist auch ein Entzündungsprozess durch das parasympathische Nervensystem, um eine Gewebeschädigung des Muskels zu heilen. Mhm. Das ist Muskelkater. Mhm. Wenn ein Sportler Sport macht, dann hat er ein stärkeres Gelenk, eine stärkere Sehne, einen stärkeren Knochen, was ja der gleiche Mechanismus ist, Entzündung zu produzieren, um Gewebe zu stärken und zu adaptieren an diesen Stressfaktor, den dieser einzelne Mensch in seinem Leben hat. Und das ist beim Sport nichts anderes als beim chronisch Kranken, den zu versuchen, wieder in eine Gesundung zu bringen. Ist der gleiche Prozess, der da stattfindet, wie jemanden in den Leistungssport rein zu entwickeln. Physiologisch versucht man, Gewebekontrolle und Adaptation zu verbessern. Mhm. Und das ist eigentlich so in der Überlegung der gleiche Prozess, auch wenn er auf einer anderen Ebene vielleicht in der Leistungsfähigkeit steckt. Aber einen von Asthma zu gesund oder von Asthma in einen Profiradfahrer, die Bronchien müssen sich erweitern können und entwickeln können und mehr Luft ein- und ausatmen können. Das ist die gleiche Linie, die da weitergeführt wird. Deswegen kann Sport dazu beitragen, seine Physiologie zu verbessern, seine Gesundheit zu verbessern. Die Tiefschlafphasen können dadurch verbessert werden. Die Nährstoffaufnahme kann besser werden. Die Adaptation des autonomen Nervensystems wird trainiert. Deswegen ist Sport auch so sinnvoll. Und für mich sind diese 5 Säulen das, was ich als 5-Säulen-Medizin als sinnvoll achte. Weil mit diesen 5 Sachen... Sagst du mir diese 5 nochmal? Das zentrale bzw. mit das autonome Nervensystem zusammenhängend mit der Struktur der Wirbelsäule und des Beckens. Als zweites die Ernährung. Und mittlerweile muss man auch sagen, dazu gehört chemische Stress reduzieren, wie beispielsweise Entgiftung und Strahlungsreduktion und alles, was an Umweltbelastungen mit Chemie auf uns wirkt. Das muss irgendwie weg, weil das hilft einer Selbstheilung und Selbstregulierung nicht. Mhm. Also muss das weg. Dann haben wir als drittes die, was haben wir gesagt? Die zentrale Nervensystem. Zentrale Nervensystem, Ernährung, dann Sport und Bewegung. Ja, klar. Dann Tiefschlafphasen. Es ist wichtig, dass man sich nachts hinlegt, 6 bis 7,5 Stunden durchschläft, die Tiefschlafphasen am Anfang der Nacht mitnimmt, weil da ist die Gewebeheilung am stärksten. Mhm. Und je schlechter das funktioniert, desto schlechter wird auch ein Mensch heilen können. Und das emotionale Gleichgewicht als 5. Denn das haben wir dann auch schon gehört, ist, dass meine autonome Nervenfunktion und damit auch beispielsweise Gerinnung oder Blutdruck oder entzündungsfördernde Maßnahmen im Sinne von oder Entstehung von Entzündung wird durch einen sympathischen Stress gefördert. Und das wird durch einen emotionalen Stress dann schlechter. Mhm. Deswegen sind diese 5 Säulen, wenn man die berücksichtigt, dann kann nicht mehr allzu viel schiefgehen. Mhm. Da wird so viel besser, dass man dann viel mehr auf diese Säulen eigentlich aufbauen kann, als dass man versucht, irgendwas chemisch
oder mit sonstigen Dingen irgendwie zu hemmen. Ich bin nochmal gefragt worden, wie ich mir dann erkläre, dass Goldimplantation beim Gelenk so erfolgreich ist. Und dann ist immer die Frage, wie definiert man denn Erfolg? Ist der Erfolg, dass der Patient danach keine Schmerzen mehr hat? Oder ist Erfolg, dass man Arthrose rückgängig macht? Das ist ein Unterschied. Weil wenn ich ein lebendiges Gelenk, was versucht zu regenerieren, mit Gold abdecke, dann sagt mein autonomes Nervensystem, jetzt habe ich ja gar kein Gewebe mehr, was sich regenerieren kann. Hier ist jetzt nur noch Schwermetall. Dann war's das. Mhm. Dann ist mein Reiz weg. Ich brauche keine Entzündung mehr. Also werde ich diesen Prozess runterfahren. Er adaptiert an diesen neuen Faktor, der dazu kommt. Und dann ist das für den Patienten angenehm, weil dann ist der Schmerz weg. Mhm. Aber das Problem, diese autonome Funktionsstörung, die ist damit nicht. Ich glaube, ich habe es anders verstanden. Ich glaube, der Entzündungsprozess ist nach wie vor da, aber das Gold gibt immer wieder ein Elektron ab, also ein Ion, um die Entzündung im Schach zu halten. Aber die Entzündung ist immer noch da, die geht nicht weg. Aber Gold ist ja ein Schwermetall. Wenn es die Oberflächen bedeckt, wird es keinen Reiz mehr geben können, um was zu regenerieren. Das ist möglich, aber es ist nicht ausgekleidet, sondern es sind ganz, ganz kleine Punkte, die man um die Gelenkskapsel setzt und die geben Ionen ab. Das heißt, die Ionen gehen dann in die Entzündung rein und halten die Entzündung im Schach. Aber es ist keine Ursachenbehandlung. Es kann das autonome Problem nicht lösen. Nein. Es ist nur eine Schwermetallinjektion. Mhm. Und mein Problem ist nicht ein Mangel an Gold in mir, auch wenn es vielleicht eine stabile Wertanlage wäre. Aber man muss sich auch immer fragen, ist das, was ich hier tue, Ursachen betont. Mhm. Und wenn es das nicht ist, dann kann das mal eine gute Lösung sein. Ich bin nicht dagegen, dass man in ausgewählten Fällen sagt, wir machen eine Knieprothese, wir machen eine Hüftprothese, wir machen jetzt hier eine Versteifung vom Wirbelsäulensegment, wenn es nicht anders geht. Klar. Auch eine Goldimplantation, wenn jemand dadurch 10 Jahre schmerzfrei ist, super, machen wir das. Man muss sich nur klar machen, wie dieser physiologische Mechanismus funktioniert oder eben dann nicht mehr funktioniert. Das ist alles, was ich versuche zu erklären. Ja, ja, das ist genauso. Wir müssen viel mehr daran denken, dass wir die Ursachen wegkriegen. Ja. Bei deinen 5 Säulen jetzt aber nochmals. Ich meine, klar, die erste Säule ist klar. Total Verständnis. Aber ich könnte doch auch eine Arthritis bekommen über einen Mängel an Mikronährstoffen, über die Ernährung und die Überlagerung der Entgiftung durch die zweite Säule. Ganz klar. Okay. Und das müsste also nicht immer die Arthritis im kausalen Zusammenhang zur Wirbelsäule stehen. Welche Gelenke sind denn dann entzündet? Alle? Oder weiß ich nicht. Bestimmte? Machen wir ein Beispiel. Naja, wenn zum Beispiel jemand sagt, eine Kniearthritis oder so rheumatische Beschwerden in beispielsweise Händen und Fingern, aber nicht in den Füßen. Oder nicht im Hüftgelenk. Da muss man sich ja fragen, ist es dann die Ernährung? Ach so. Ist es die Entgiftung allgemein oder ist es ein lokal begrenztes Phänomen? Oder an mehreren bestimmten Stellen, wo sich die Symptomatik besonders hervorhebt und in anderen Stellen habe ich dieses Problem nicht. Also lokal heißt Wirbelsäule. Ja. Dann zieht es wieder zu einem Punkt, oder? Und wenn man in einem autonomen sympathischen Stress in Ruhe ist, ist das ein Ganzkörperphänomen. Das heißt, dass insgesamt mehr Entzündungen stattfinden werden im sympathischen Stress. Überall. Und das kann sich aber besonders da hervortun, wo die autonome Kontrolle weniger wird. Und das hängt damit zusammen, wie die Wirbelsäulenstruktur ist. Ich habe immer bei jeder chronischen Erkrankung den Zugang über die Wirbelsäule, als Ansatz zumindest, wenn es sich gut lösen lässt. Es ist aber nicht nur die Wirbelsäule, die über Gesundheit bestimmt. Ich habe zum Beispiel einen Patienten gehabt, der kam, weil er sagte, ich würde gerne Prophylaxe betreiben und über die Wirbelsäule Gesundheit verbessern. Ich dachte, das ist eine super Idee. Machen wir mal ein Röntgenbild und gucken mal, wie die Ausgangslage ist. Die war katastrophal. Eine der schlechtesten Wirbelsäulen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und dann habe ich ihn autonom gemessen. Der war im grünen Bereich, dem ging es super. Das heißt, dieser Mensch hat über die 4 anderen Säulen so viel gut gemacht, dass er sogar langsam verschlechternde Wirbelsäulenfehlstellungen gut kompensieren konnte. Der war glücklich, der hat einen guten Job gehabt, der hat genug verdient, dass er keine Geldsorgen hatte, der hat sehr auf seine Ernährung geachtet, der geht jeden Tag Sport machen, der schläft gut. Kann sein, dass das ausreichend ist, um eine so gute autonome Funktion herzustellen, dass sogar furchtbare Wirbelsäulenfehlstellungen dann eben nicht mehr bemerkbar sind. Mhm. Mhm.
Okay. Oder irgendwann kommt es dann. Oder irgendwann kommt es. Ja. Und deshalb ist das die Idee dieser Gesundheitsprävention natürlich so brillant. Das ist das Erste, was ich dir heute doch gesagt habe, wo du heute ins Studio gekommen bist. Ja. Ich muss mir wirklich mal eine Woche frei machen können oder schauen, dass du mal in der Gegend bist, wo wir dann wirklich alle, auch die ganze Familie, die Chance haben, die Wirbelsäule in die Lage zu bringen, wie sie eigentlich sein müsste. Und ich weiß ja nicht, wie es bei mir ist, aber ich glaube, du kannst mit einem Blick erkennen, ob es gut ist oder nicht gut ist. Aber ich glaube, die meisten Menschen hätten hier Bedarf, oder? Ich habe noch keine perfekte Wirbelsäule gesehen. Mhm. Was nicht heißt, dass jeder unbedingt diese Therapie braucht. Ja. Na, das ist, es gibt auch ein irgendwann ist mal gut. Ja, und auch nicht heißt, dass es muss zu Problemen führen. Nein. Aber es kann, wenn dieses Geflecht einfach einseitig irgendwo zieht, gibt es Reaktionen. Und da können wir mal, wenn das interessant ist für die Zuschauer, auch mal so eine Sendung machen über die Möglichkeit, bestimmte Krankheiten vorherzusehen. Über autonome Funktionen und Fehlstellungen. Ja, natürlich ist das sowas, spannend. Sowas gibt wie Wahrscheinlichkeitsrechnung, wer kriegt was und wo kann ich arbeiten, um die Wahrscheinlichkeiten zu reduzieren in so einem komplexen, dynamischen, selbstheilenden, selbstregulierenden System. Super. Super interessant, ein bisschen kompliziert, aber... Machen wir das als nächsten Sendetag und zwar wirklich gerade mehrere Sendungen, denn... Ich möchte auch nicht nur immer nur die Menschen ansprechen, die gerade in einem Problem sitzen, sondern vielmehr sensibilisieren zur Prävention. Und genau das sehe ich eben auch. Das ist meiner Meinung nach entscheidend, sehr bedeutsam. Ich finde es auch entscheidend, einmal ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie ein Leben oder eine Gesundheit im menschlichen Körper eigentlich funktioniert. Mhm. Und es gibt natürlich da Grenzen zu dem Wissen, was wir alle dazu haben, aber es gibt immer mehr Ideen dazu, wie das in einem Zusammenhang mit der Umgebung, auch mit Natur und mit Ernährung und mit Mitmenschen, wie das Einfluss hat auf meine Wahrnehmung, wie geht es mir. Und das ist sehr interessant, finde ich. Das kann man mal bildlich auch ein bisschen darstellen. Danke ganz herzlich für die Idee und auch für diese tolle Sendung. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Entzündungsprozesse sind der Ansatz des Körpers auf dem Weg zur Heilung. Und wenn wir antientzündliche Maßnahmen ergreifen, einfach punktuell auf ein Problem hinbezogen, du intervenierst, wenn ich was Falsches zusammenfasse, dann lösen wir das Problem überhaupt nicht, sondern wir lindern vielleicht vorübergehend den Schmerz, aber nicht die Ursache. Und wenn die Ursache nicht aufgelöst ist, dann wird der Körper immer und immer wieder diesen Entzündungsprozess dort vollziehen. Und möglicherweise oder in vielen, vielen Fällen hat es auch einen Zusammenhang eben mit der Wirbelsäule, dass das autonome Nervensystem irgendwo getriggert wird, zieht und letztendlich dann eben diesen Entzündungsprozess auslöst. Für mich total faszinierend, dass man wirklich Ursache behebt, und dann kann die Entzündungsprozesse letztendlich heilen und die Genesung ist da. Total faszinierend und ich hoffe, wir konnten Sie da ein bisschen anstoßen, hier die Sichtweise ein bisschen zu verändern und vielleicht nicht immer nur mit Cortison zu arbeiten oder mit Schmerztabletten, sondern mal den Weg über das Nervensystem anzuschauen und hoffen, dass wir dann die Lösung beheben können. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.